Dann gibt es hier noch einen anderen Punkt, der auch sehr wichtig ist und die Nier betrifft. Das nennen sie Qalbun-Nier, seine Nier zu verändern, die Absicht zu verändern. Die Absicht zu verändern. Das heißt, ich bin innerhalb einer Ibadah und ich ändere meine Absicht von dieser Ibadah zu einer anderen. Natürlich gilt das nur in entsprechend ähnlichen Handlungen. Also beispielsweise die Handlung ist vom äußerlichen Schein her identisch, aber sie unterscheidet sich nur in der Absicht. Ist sowas möglich oder nicht? Dazu kann man weder pauschal Ja sagen, noch kann man pauschal Nein sagen. Hier gibt es gewisse diverse Details. Man kann das grundsätzlich zusammenfassen wie folgt, ganz grob jetzt mal. Sagen wir es mal so, von oben nach unten geht es immer. Aber von unten nach oben geht es nicht. Was heißt das? Wir haben ja verschiedene Abstufungen in den Handlungen. Und grundsätzlich können wir sie in zwei, also zwei, ja, in grundsätzlich können wir sagen, zwei, es gibt hier zwei Abstufungen. Zwei ganz grobe Abstufungen, Kategorien. Wir haben einmal die Pflichthandlungen und einmal die freiwilligen Handlungen. Von unten, also ich meine, unten ist die freiwillige Handlung, nach oben zur Pflichthandlung. Und die Pflichthandlung ist oben, weil sie in der Scharia höher bewertet wird. In der Scharia wird sie höher bewertet als die freiwillige Handlung. Also die Absicht von freiwilliger Handlung zur Pflichthandlung, das geht nicht. Aber von der höheren Handlung zu einer niedrigeren Handlung, das geht. Ich bete das Salatul, ich habe begonnen mit dem Salatul al-Dhuhr, habe die Sunna vorher aber nicht gebetet. Ich habe die Sunna vorher nicht gebetet und dann denke ich mir, ich hätte es doch lieber tun sollen. Ich hätte lieber die Sunna auch vorher beten sollen. Und dann kann er das machen. Er kann dann sozusagen seine Absicht verändern. Das als Freiwillige, als die Sunna beten und danach anschließend das Salatul al-Dhuhr, also die Pflichthandlung beten. Aber es geht nicht umgekehrt. Umgekehrt ist das nicht möglich. Das ist einfach ganz einfach aus einem ganz plausiblen Grund. Die Pflicht ist nämlich mehr als nur die Absicht des Gebets. Die Pflichthandlung ist die Absicht des Gebets und hinzu kommt noch, dass es eben oder dass es eben eine Pflichthandlung ist. Wobei aber das einfache Gebet, also das freiwillige Gebet, einfach nur das Gebet ist. Das heißt, wir können das so ausdrücken, das Pflichtgebet beinhaltet auch das absolute Gebet. Also das ist so die ganz grobe Einteilung. Aber auch von Pflicht zu Pflicht kann man nicht wechseln. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Also man kann nicht von einer Pflicht zur anderen Pflicht springen, sonst fehlt nämlich ein Teil der Handlung. Ein Teil der Handlung ist dann sozusagen absichtslos. Ja. Wobei eine Sache noch hinzugefügt werden muss. Die Absicht von der Pflicht zur freiwilligen Handlung zu verändern, ist nur dann erlaubt, wenn es noch reichlich Zeit gibt für die Ausführung der Pflichthandlung. Nehmen wir mal an, ich bete das Salat al-Dhuhr, die Pflichthandlung, und dann wechsle ich meine Absicht zur freiwilligen Handlung, zum Nafil. Und jetzt ist aber die folgende Situation, wenn ich das Nafil jetzt gebetet habe, bleibt mir nur noch Zeit für zwei Gebetseinheiten, wobei aber das Salatul Dhuhr aus vier Gebetseinheiten besteht. Das bedeutet, zwei würde ich dann außerhalb der Zeit beten. In diesem Fall ist es nicht erlaubt, die Absicht zu ändern. Denn die Pflichten haben Vorrang. Die Pflichten haben Vorrang gegenüber den freiwilligen Handlungen. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem Hadith, er sagte, أحب ما تقرب إلي عبدي ما افترضته عليه.
Das Liebste, womit sich mein Diener mir annähert, ist das, was ich ihm zur Pflicht gemacht habe.